Die 2-0 steht zum Schluss nach dieser Partie. Es war eine intensive Partie. Ich weiss nicht, hast du es so erlebt? Ja, definitiv. Ich glaube, Basel hat uns nichts schenken und dementsprechend intensiv war auch das Spiel. Wir haben den Kampf aber gut angenommen. Das Gefühl hatte, wir sind gut in der Duell. Wir haben uns noch Chancen erarbeitet und in der zweiten Halbzeit dann auch zwei Goal machen. Du hast gesagt, Basel IBE sowieso immer ein Spiel, wo man sich nichts schenkt. Das hat man gemerkt auf beiden Seiten. Trotzdem, uns ist aufgefallen, ihr seid eigentlich in jeder Phase des Spiels so ein bisschen überlegen gewesen. Ist das so ein bisschen halt das Selbstverständnis schon vom Meistertitel, das man schon hat, wo man jetzt halt auf den Platz bringt? Ja, sicher gibt es Selbstvertrauen, aber ich glaube, wir probieren jeden Match so anzugehen. Wir haben im ersten Spiel der Saison so spielen und ich glaube, das zeichnet uns auch aus, dass wir uns immer vorbereitet und spezifisch wollen die Gegner dann auch dominieren. Manchmal geht es besser, heute war es auch ordentlich gewesen, habe ich gefunden und darum glaube ich auch verdient gewonnen. Bis zur 71. haben wir immer so gefunden, es fehlt noch so das letzte Etwas. Und ich glaube, euch ist das so ein bisschen so gegangen. Die sind immer wieder angelaufen, immer wieder vor dem Goal auftauchen, gefährlich gewesen. Und er hat nicht rein wollen. Und dann ist der Fasnacht, der mit dem Gumpiball irgendwie über den Lindner drüber. Dementsprechend dann auch der Jubel riesengross. Ja, sicher, es war schon befreit. Ich glaube, du sagst es richtig, wir sind angelaufen. Wie schon gesagt, wir haben viele Chancen rausgespielt. Wir können es vielleicht vorwerfen, dass wir dann die letzte Konsequenz vor dem Goal vermissen lassen, die letzte Genauigkeit. Ich bin gefühlt auch die ganze Zeit vorne gewesen, erste und zweite Halbzeit. Und dementsprechend ist der Lichterung riesig gewesen, dass sie der Phase so schön tippt. Ja, aber dann ist Schlag auf Schlag gegangen, das 2-0 geht hinten nachgekommen. Quasi der Deckel auf die Partie, kann man glaub, schon so sagen. Ich glaube, ja, wenn man von außen betrachtet, als neutraler Zuschauer, hat man gesagt, ja, IBE könnte jetzt eigentlich die Füße ein bisschen still haben, die Meisterschaft für sie ist gelaufen. Trotzdem haben wir das Gefühl, ihr seid immer noch extrem hungrig. Ja, definitiv. Ich glaube, das spricht auch für uns, dass wir ja, immer beim Vollgas gehen, so ein Spiel gegen Basel hier daheim unbedingt gewinnen. Und da müssen wir unbedingt beibehalten. Also nehmt das mit, gratuliere zum Sieg und schönen Abend. Merci vielmals. Danke vielmals. Tschüss, danke. Schön, ciao. Fasi, du hast wieder getroffen und das mal noch relativ spektakulär. Wie hast du den Ball getroffen? Wenn ich so recht gewusst, geht er drüber, geht er... Ja, ich habe dann den Ball auch angeschaut. Ich habe gedacht, ja. Wird immer länger und immer besser, aber es ist halt schon so, ja, ich musste spekulieren, der Petretta springt noch mit dem Kopf rein und ich habe einfach voll das Risiko genommen. Es ist vielleicht 50-50, er könnte irgendwo in der Tribüne landen oder im Goal und jetzt, heute ist es mir optimal gelungen. Ich glaube, ich hatte in letzter Zeit auch ein bisschen Pech mit dem Abschluss, von dem her habe ich es mir, glaube ich, erarbeitet und verdient. Das haben wir genau so gesehen, allgemein. Ihr habt euch den Sieg heute extrem erarbeitet. Ich glaube, es ist immer ein heisser Kampf zwischen FC Basel und euch. Ich glaube, es spielt keine Rolle, in welcher Phase der Liga dass man steht, auch wenn nicht für euch die Saison gelaufen ist. Wie schwierig ist das, weißt, dass man jetzt ja, die Emotion, die Pace noch so hoch halten kann? Ich glaube, klar, gegen Basel ist es auch ein bisschen ja, es ist schon so. Ich meine, es ist immer ein Klassiker. Es geht immer auch um Prestige. Aber ich glaube, was jetzt auch noch entscheidend war, dass wir das letzte Spiel verloren haben. Wir sind ehrgeizig, wir haben zwar den Meistertitel, wir haben irgendwie 28 Punkte Vorsprung oder was auch immer. Aber wir sind verärgert, wenn wir verlieren. Wir wollen dann eine Reaktion zeigen. Und ich glaube, das haben wir heute eindrücklich bewiesen. Wir sind vor allem mit den Sachen stark gewesen, die wir in Genf ein bisschen vermissen haben. Zweikämpfe, eben zweite Bälle, Zielstrebung nach vorne, Aggressivität. Das ist vom Trainer gefordert worden und von uns umgesetzt. Und ich glaube, eben, so blöd oder so klischeemäßig, wie es klingt, wenn man immer sagt, ja, wir schauen auf uns, wir haben auch unseren Weg weitergehen. Aber so funktionieren wir momentan, so funktioniert der Verein. Und wir gehen einfach unseren Weg und schauen von Spiel zu Spiel. Jetzt viel mehr kannst du eh nicht mehr machen, aber wir geniessen es und geben auch noch Vollgas und wollen möglichst viel rausholen. Ja, und du hast vorhin schon gesagt, ihr habt nach diesem Sieg auch erarbeitet. Ich glaube, wirklich bis zur 71. Minute, ihr seid immer ein bisschen oben auf gewesen, aber eben, es hat wirklich viel gebraucht, bis den letzten Meter, bis du daneben über die Linie gedrückt hast. Es hat viel gebraucht, es ist auch wirklich ein Kampf gewesen, das hat man gemerkt. Und die Abnutzung ist halt spürbar. Ja, es war extrem intensiv. Also ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal so einen intensiven Match hatte, aber ich muss auch sagen, wenn ich so darf sagen, es war richtig geil. Es hat wirklich gefeckt, so mal wieder dürfen reinheben. Sprint in Tiefe, Zweikämpfe, da, dies. Einfach alles war dabei. Es hat dann eben noch das Goal gefällt. Ich glaube, auch die erste Hälfte haben wir sehr, sehr gut gespielt, auch nach vorne. Das Quäntchen Glück oder die Effizienz hat vielleicht noch ein bisschen gefehlt. Und es war in meinen Augen auch eine Frage von der Zeit, bis sie dann reingeht. Weil eben, wenn du so eine Leistung an den Tag bringst, ja, dann sollte sie in der Regel dann schon mal reingehen. Und dann? Dementsprechend der Jubel umso grösser. Sag schnell, ihr seid alle zum Jordi rausgelaufen. Was hat es dort auf sich mit dieser Geschichte? Ja, wir haben
etwas zusammen erlebt, jetzt auch nach dem Meistertitel. Und das sind so kleine Gesten, wo wir alle zusammen mal etwas gemacht haben. Und so ein bisschen, halt eben, man merkt, wir sind eine Mannschaft, eine Einheit, man freut sich miteinander. Und dann kannst du auch mal so einen, ja, nochmal, wenn ich das so darf, sagen, einen geilen Jubel einbauen. Absolut. Der hat dann auch verdient. Das 2-0 ist dann echt der Deckel so ein bisschen für die Partie gewesen, der bekannte Deckel. Dann ist nicht mehr wahnsinnig viel gegangen oder nicht mehr so viel gekommen, auch von Basel. Braucht aber gleich noch etwas, dass dort dann souverän hat, noch abzuspielen. Ja, also der Doppelschlag ist sicher wahnsinnig. Vor allem auch ein grosses Kompliment an Kiki, wie er nachsetzt und dann auch bis zum Schluss durchzieht. Ich bin dann auch froh für ihn, dass er sich wirklich selber kann über die Linie drücken kann, weil es ist einfach schön, wenn du eben so dran bleibst am Gegner und dann den Ball kannst erobern, das ist Wahnsinn. Ja, und dann nachher ist es noch jetzt nicht ein Zeitspiel, aber das ist klar, wir haben dann momentan die Qualität und die Routine, um so ein Spiel gut abzuspielen. Ich glaube nicht, am Schluss noch ein, zwei Möglichkeiten, ein bisschen gefährlich wurde. Ich würde nicht sagen, richtig gefährlich, aber ja, wir haben souverän abgespielt und eben wie vorher angetönt, mittlerweile einfach die Ruhe und die Routine, um das auch so können. Jetzt, wenn man so ein bisschen schaut, die Saison, die nähert sich am Ende zu. Basel sicher noch so eines von den Highlights gewesen, wo die Saison noch so ja, für sich hatte. Wie schaust du jetzt noch auf die nächsten Partien, die jetzt noch kommen? Ja, eben, so blöd es klingt, wir geniessen jedes Spiel. Wir wollen noch, wenn es möglich ist, irgendwelche Rekorde brechen. Nicht, dass wir jetzt nach dem völlig streben, aber es ist halt so, IB funktioniert momentan so. Wir schauen halt einfach, was willst du mehr? Wir haben den Pokal quasi, oder der kommt jetzt dann noch, aber wir haben den Meistertitel. Jetzt musst du halt einfach irgendwo den Ehrgeiz an den Tag legen, dass du sagst, hey, wir geniessen jedes Spiel, wir geben Vollgas. Jeder, der sich irgendwo vielleicht präsentieren, beim einen geht es um Europameisterschaftsplatz, beim anderen vielleicht um einen möglichen Wechsel, was auch immer. Jeder hat Ehrgeiz, Ambitionen, so funktionieren und so werden wir den Weg weitergehen. Aber sicherlich das grösste Highlight wird dann noch der Kübel sein, wenn er dann wieder da steht. Auf das freuen wir uns extrem. Fasi, merci vielmals. Auch für uns ist es ein richtig geiler Match. Das hat ihr noch verdient und jetzt einen schönen Hinweis. Merci. Danke, tschüss.